Stimmt. Mod. Ich hoffe, wir können doch mal von vorne starten. Nehmen wir die Taste. Nehmen wir die. Neu würde ich gerne spielen. Erstmal die Option. Das ist eine merkwürdige Störung. Ach so. Sehr schön. Ja. Herzstab gefickt an. Okay. Wie aus. Habe ich schon eingestellt. Ja, passt so. Neues Spiel. Auf geht's. Bist du sicher? Ja. Und hier haben wir sind doch schon Spiele. Taxable. Have you a ton of property tax for your greenhouse? You have until like yesterday to pay. Failure to pay will give major onion the deed to your house. Total out plus like 50% interest. And good 43.753 City Government. Zahlen Englisch. Schwierig. Jetzt können wir es jetzt zerreißen. Oder lesen. Steuerbescheid. Ah, du schuldest uns eine Menge Grundsteuer für den Gewächshaus. Du hast bis gestern Zeit, sie zu bezahlen. Wenn nicht, Zahlung erhält Bürgermeister Zwiebel die Besitzurkunde für dein Haus. Schulden insgesamt 143.753 Dollar plus etwas, etwa 50% Zinsen. Mit freundlichen Grüßen die Regierung. Okay, das Finanzamt. Dann zerreißen wir das mal. Hey, kleine Rübe, du hast dich wirklich in Schwierigkeiten gebracht. Und was meinst du mit wieso? Du hast Steuerhinterziehung begangen. Ja, Steuerhinterziehung gibt's wirklich. Jedenfalls schuldest du mir eine Menge Geld. Und da du offensichtlich keins hast, bist du ab jetzt mein persönlicher Assistent. Und gehe zuerst durch die Ablegerallee zur scharrenden Scheune. Ich wollte dort ein Rasthaus einrichten. Aber es gibt noch einen Haufen Tiere, um die sich jemand kümmern muss. Bring mir einen Sack Dünger als Beweis, oder du kannst dir die Radieschen von unten ansehen. Okay, das können wir steuern. Das Haus von alter Mann Zitrone. Die Heimat einer äußerst praktischen Gießkanne. Gießkanne, nutze sie, um Pflanzen großzuziehen. Gehörte mal alter Mann Zitrone. Ich, Junge, hast du meine Gießkanne gesehen? Meine Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Ich habe sie seit Tagen nicht gesehen. Diese Gießkanne bedeutet mir so viel. Ich hoffe wirklich, dass niemand sie gestohlen hat. Sie ist das Einzige, was mir von der alten Dame geblieben ist. Okay, dann stehen wir sie mal. Hallo, ist das Wetter nicht herrlich? Genauso wie die Erzbeere die Straße runter. Sie ist so schön. Sag mal, könntest du diese Pflanze für mich gießen? Nun ist das Wasser ausgegangen und ich möchte diese besondere Blume der besonderen Erdbeere dort schenken. Ich kann stolpern. Blume, ein Zeichen der Zuneigung von der Floristin an die Erdbeere. Norden Waffenwald, Westen Ablegerallee, Süden holpriger Hügel. Hi, ich bin eine Blaubeere.
Du bist eine Rübe. Auf Wiedersehen. Sehr spannende Dialoge hier. Kleine Rübe. Danke für die Blume. Aber ich empfinde nicht dasselbe für dich. Tut mir leid. Sie ist nicht von dir. Oh, den Pilzen sei Dank. Die Floristin hat sie mir geschickt. Wie lieb von ihr. Denkst du, du kannst ihr diesen Brief von mir bringen? Den lesen. Liebe Floristin, danke für diese schönen Blumen. Möchtest du mit mir ausgehen? Eines Tages könnten wir sogar heiraten und unsere Steuern gemeinsam bezahlen. Liebe Erdbeere. Zerreißen? Das ist aber nicht nett. Hartes. Tor-Apple-Love-Letter. Das Achievement hat man noch nicht. Das war unhöflich. Entschuldigung, Steckrübe. Wirst du bitte zurücktreten? Das ist eine FA-Operation. Wir müssen das Gebiet sichern, bevor du hier durchgehen kannst. Wir haben dich im Blick. Seitdem dieser verdammte Bürgermeister Zwiebel im Amt ist, versinkt diese Stadt im Chaos. Ich meine, schau dir diesen Weg an, er ist total zugewachsen. Man bräuchte ein verfluchtes Schwert, um durchzukommen. Ich habe gehört, dass man im Waffenwald eines finden kann. Was willst du, Kid? Hör zu, ich bin fast so weit, wie so weit die Verfolgten auf diesem Friedhof auszurauben. Ich muss mich konzentrieren. Und du bist einer von der nervigen Sorte. Geh mir aus den Augen, Kid. Okay, dann gehen wir vielleicht mal in den Waffenwald. Oh, du hast sie ihr gegeben. Super, vielen Dank. Nimm das als Bezahlung. Der Erzfeind der Sonne. Ein Sonnenhut. Aufgepasst, im Pausenmenü kannst du all deine Hüte ansehen und ausrüsten. Dann komme ich ins Pausenmenü. Ach so. Sonnenhut. Hübsch. Pass auf die Schnecken auf. Sie sind Vegetarier. Oh nein. Das heißt, sie fressen mich. Ich bin ja eine Rübe. Fleischfresser, das war nicht so schlimm. Alter, du wirst es nicht glauben. Jerry wohnt schon seit einer Woche bei mir und hat nicht einen Cent Miete bezahlt. Wir verstehen uns gut. Weißt du aber, ich spreche nicht viel Schneckisch. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll, Alter. Nochmal gießen. Offensichtlich nicht. Erdschwert, Beat voraus, bringe eine Gießkanne. Du verflixt. Ich habe das Baby verloren. Ich sollte doch auf eine kleine Karotte aufpassen. Ich habe mit diesem Hocker über ihr gesessen, aber sie ist mir entwischt. Vielleicht sollte der Hocker über mir sitzen. Wie auch immer, kannst du deine Augäpfel offenhalten? Ich könnte schwören, das sagt man so. Okay, wir halten unsere Augäpfel offen nach einer Rübe. Eine kleine Karte. Wanted for tax evasion to Nepal. $1 rewards. Können wir auch hängen lassen. Als ob das irgendjemand. Für $1.
Du ausgeizig. Wir brauchen das Schwert, dann machen wir alle Platz hier. Wen haben wir hier? Hallo, kleine Rübe. Ich bin auf dem Ackerland herumgereist und habe die Forste in der Umgebung erkundet. Und dabei habe ich etwas Gutes entdeckt. Davon ist ein seltener Plantigus Schwerticus. Wenn du einen Moment Zeit hast, schau ihn dir mal an. Oha. Durstiges Blumenbeet. Kann jemand diesen Knaben bitte gießen? Machen wir doch Platz. Erzschwert. Es ist gefährlich, allein zu gehen. Nimm das. Ausrüstbar. Ah, so greifen wir jetzt an. Auf Ehre. Okay, den können wir nicht angreifen. Okay, aber Schneckchen können wir angreifen. Was kann ich drüber sagen? Schneckchen. Wahrscheinlich Schlüssel für. Ich gehe mal hier nach rechts. Wo waren wir nämlich noch nicht? Oha. Wo sind wir hier gelandet? Graffiti-Künstler. Was geht, Kumpel? Hast du Sprühfarbe? Juckt es danach? Offensichtlich Eigentum zu zerstören. Checkst du? Chitten Masks. Ja, da können wir auch nicht weiter. Wir auch nicht. Tja. Ach du Scheiße, die sind respawned. Mietgeld. Joey hätte vor, seine Miete zu bezahlen. Alter, warum hast du Jerry getötet? Er war wehrlos, warum? Oh Moment, er hatte sein Mietgeld an der erste Bohne, haha. Alter, da er tot ist, nimm du den Check für den Rest, ich brauche das Bargeld. Jerry's Name. Zahlung an die Order von Jerry Schnecke. Ein Dollar und 25 Hundertstel in Steuern. Notiz, sorry, du Tobus Blaubeere. Zerreißen wir das. Alter, Schnecken sind komisch, oder? Allerdings habe ich mit diesem Geld ein paar Chips gekauft, um ehrlich zu sein. Sind sie ziemlich gut. Schnecken töten. Schade. Ich bin böse. Du brauchst dringend einen Haarschnitt. Oh, aber wie macht der große Edgar bester Friseur im Gemüsegarten etwas vor? Ein berühmter Kunde von mir will, dass
Ich den großen Edgar ihm die Haare färbe, aber leider habe ich nicht die Farbe dafür. Natürlich hat dieser Kunde höhere Prioritäten als deine blöden Haare. Ich bitte dich, an einem anderen Tag her wiederzukommen. Okay, wir müssen Farbe finden. Oh, hallo, möchtest du eine Immobilie kaufen? Oh, kleine Rübe, das tut mir leid. Ich hoffe, du bekommst dein Gewächshaus bald zurück. Ich bin sehr beschäftigt in letzter Zeit. Bürgermeister Zwiebel versucht, die Grundsteuer zu erhöhen. Ist wirklich nicht leicht, neue Kunden zu finden. Der Immobilienmarkt hat mir diese Einzimmerwohnung verkauft. Sie ist kleiner als die meisten und teurer. Ich hoffe, die Pfadlandschaft bringt einen kreativen Energie zum Fließen. Okay. Glaub mir, diesen Pfad willst du nicht nehmen. Da passieren einige zwielichtige Dinge. Traum, Junge. Willkommen bei Ray Sandwich, der Heimat der Sub der Stufe 3. Was hättest du denn gern? Oh, du möchtest gar nichts, verstehe. Das Geschäft lief nur sehr schleppend. Ich wünschte, ich könnte jemanden Berühmtes dazu bringen, unsere Subs in einem Livestream oder so zu essen. Das würde wirklich das Geschäft ankurbeln. Ah ja. Schade, Statue Gemüse zerstören. Kaffeepause, stimmt's? Das ist eine antike eine aktive Baustelle. Antik bestimmt auch. Kleiner, also verschwinde. Warum ich nicht am Arbeiten bin, bin in der Pause. Junge, ich arbeite hier. Siehst du, hier sind die Dokumente, die das beweisen. Vom Monat 2023. 1099 sonst. Sonstiges Einkommen. Name des Zahlers, Adresse, Stadt, Staat, Meinung zu Gras, Bürgermeister Zwiebel, Haus von Kleine Rübe, Wixby Farm, eine Reihe Gras ist toll. Name des Empfängers, Adresse, Stadt, Staat, Meinung zu Gras, Baurübe, Wixby Farm, NY 5 Gras, Steuern bezahlt natürlich. Arbeitsbeschränkung zerrissen. Tja, du hast mich übertrumpft, Kleiner. Okay. Hilfe gesucht. Suche Kammerjäger zur Beseitigung von unerwünschtem Viech. Hallo, hallo. Rübe hier drüben. Ich habe mein Kurzzeitgedächtnis verloren. Ich versuche nur zum Gemüsegarten zu kommen. Sag mir, wo ich bin. Oh, danke, jetzt weiß ich, wo ich bin. Na, darüber, hier drüben. Ich habe mein Kurzzeitgedächtnis verloren. Ich versuche nur zum Gemüsegarten zu kommen. Sag mir, wo ich bin. Oh, danke, jetzt weiß ich, wo ich bin. Hey, hallo Rübe, hier drüben. Ich habe mein Kurzzeitgedächtnis verloren. Ich versuche nur zum Gemüsegarten zu kommen. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Belohne die Spieler, damit sie aktiv, bleiben. Trophäe. Selbst Uruni kann das Spiel auch. Bist du? Slay Queen 32. Was geht, Gamer? Ich bin die Assistentin von Bürgermeister Zwiebel, aber du kannst mich auch Slay Queen 32 nennen. Mein Gamertag. Ich bin die beste
Hochfeinschnitten im Gemüsegarten. Ich würde dir empfehlen, dir meine Streams anzusehen. Aber ich konnte nicht live gehen, weil die Schweine hier drin so viel Lärm machen. Oh, du möchtest in die Scharen der Scheune? Nun, da habe ich schlechte Neuigkeiten. Nur wahre Fans, die mich mit Subs der Stufe 3 unterstützen, hätten Zugang. Es wäre nicht fair, dich umsonst da reinzulassen. Vergiss nicht, mir ein Like zu geben und meine Videos zu abonnieren. Ah ja. Haben wir hier die Trophäe. Wir müssen jetzt mal liken. Wir kommen ja wohl nicht weiter. Und versuchen wir das mal. Gegner, du hast wirklich in Schwierigkeiten gebracht. Also anscheinend. Ich habe einen Monat auf dieses Update gewartet und alles, was ich bekomme, ist dieser lausige Hut, der DLC-Hut. Yay. So, was können wir denn hier noch machen? Der Waffenwald. Dokumente. Haben wir was übersehen irgendwo? Der DLC-Hut. Tja, nun. Was geht denn aus dem Sinn? Und wir. Den gibt's nicht. Was machen wir denn dann? Tja. Verstehe ich nicht. Was muss hier getan werden?
Ich komme nicht drauf. Okay, ich habe nicht aufgepasst. Wir kommen bei Way Sandwich, da haben wir das. Oh, du bist es nochmal. Natürlich, der verkauft doch Subs. Warte, Slay Queen 32 möchte einen Sub der Stufe 3. Hier, das geht aufs Haus. So, nur dafür, dass sie ihn live im Stream ist. Damit ich etwas vom End für Sub bekomme. Sub der Stufe 3. Ein Sub für Slay Queen 32. Jetzt bestimmt inzwischen im Stream, keiner, der so genau so heißt. Und kleine Rübe, danke für das Sub der Stufe 3. Als ein Sub der Stufe 3 erhältst du Zugang zu scharrenden Scheune und ein Autogramm. Bitteschön, nur wenn nur jemand endlich etwas gegen diese lärmenden Schweine unternehmen würde. Ich vermisse es zu streamen. Danke für das Sub der Stufe 3, kleine Rübe. Sieh zu, dass du das nächste Mal deine Steuern zahlst, Dummerchen. Nicht so UXU. Slaykin 32. Was geht, Gamer? Was führt dich hier zurück? Willst du meinen Stream ansehen? Ich würde dich ja gern lassen, aber seit Bürgermeister Zwiebel mich das neue Rathaus versetzt hat, konnte ich nicht mehr live gehen. Es ist einfach viel zu laut. Wenn sich jemand um diese lärmenden Schweine kümmert, würde dieser jemand auf jeden Fall ein Shoutout bekommen. So aktive Blumenblüter. Ich wollte es mal probieren. Achtung, aktive Bombenblume, zweimal wässern auf eigene Gefahr. Okay, da müssen wir mal hier mal wässern. Aha. Und aufheben.
Okay. Sollten wir mal ein bisschen wechseln. Wie war das? Hilfe. Ach, hier. Okay, den kann man nicht aufsammeln. Bum-Bums. Nutze sie, um Bum-Bum einzutreten. Laufe in sie hinein und lass sie fliegen. Hey, kleine Rübe, ich mache gerade eine Pause, nachdem mir ein Schwein in die Wurzeln getreten hat. Nee, mir geht's gut. Ich hoffe nur, dass sich bald jemand um jemand kümmert. Wie auch immer, ich habe gehört, wenn du Bumbums findest, kannst du mir mit den Bumbum eintreten. Ja, lass einfach einen wachsen und lauf dann direkt in sie hinein. Das müssen wir schon wieder wechseln. Ah, so können wir auch wechseln. Ach so, stolpern müssen wir. Ah, okay. Verstehe. Okay, so offensichtlich nicht. Ah, so machen wir das. Aha. Alle Neune. Sie haben meine Schlüssel. Ich weiß nicht, wie ich hier durchkommen soll. Andererseits höre ich eine Menge Grunzen hinter dieser Tür. Deshalb bemühe ich mich auch nicht allzu sehr. Meine Güte, dieser Ort ist eine Müllhalde. Ich verstehe, warum wir ein Rathaus brauchen. Warum mussten wir uns diesen von widerlichen Tieren bevölkerten Ort aussuchen? Jetzt lang. Schwein ist tot. Kuh ist tot. So machen wir das. Na endlich, ich wusste, dass sie einen Suchtrupp losschicken würden. Die Kuh muss sich Sorgen gemacht haben. Ich sitze hier seit 3 Tagen fest. Kein Essen, kein Wasser, keine Kaffeepausen. Danke, Abenteurer. Sei vorsichtig, hinter dieser Tür wartet ein gefährliches Schwein. Oha, ein gefährliches Schwein.
Das müssen wir bessern. Daneben. Sehr schön. Was LP? LP heißen sie hier. Oha. Was besiegt? Das Bacon. Herzfrucht. Diese Frucht gibt dir ein weiteres Herz. Raffiniert. Oha, Dünger lässt Dinge wie verrückt wachsen. Wofür braucht Bürgermeister Ziel mit denen? Warte, hier liegt vielleicht sein Tagebuch. Feldbericht 1. Es scheint, dass diejenigen, die Dünger zu sich nehmen, mysteriöse Eigenschaften wie schnelles Wachstum aufweisen. Aha, da haben wir die Antwort. Dann schnell hier raus. Ein Pflegeallee. Jetzt können wir hier lang. Hey Kumpel, verschwinde, du kennst mich nicht. Und du bist Schatz. Hat deine Mutter dir nie gesagt, dass du nicht mit Fremden sprechen sollst? Okay. Herzfrucht. Die Frucht gibt dir ein weiteres Herz, raffiniert. So können wir schon ein bisschen stärker werden. Ich bin froh, dass die Tiere fort sind. Dieser Dünger wird sich auch das nützlich erweisen. Alles klar, deine nächste Aufgabe als mein Assistent ist es, meinen vierzackigen Speer zu besorgen. Früher war er als Gabe bekannt. Assistenten stellen keine Fragen. Man erzählt sich, dass es in der verlassenen Farm einen gibt. Die soll wohl südlich von hier liegen. Ich habe Horrorgeschichten von einem Haufen schimmeliger Süßigkeiten an dem Ort gehört. Du bist nicht in der Position, dich zu beschweren. Geh und hol meine Gabel. Okay, da sollen wir wohl hier runter. Wir lernen gerne neue Tänze und posten sie auf Flipflop. Manchmal mache ich sogar Karaoke. Hallo, ich bin ein Lehrer aus
einem nahegelegenen Beet. Schön, dich kennenzulernen. Ich würde gerne einen Moment mit dir plaudern, aber meine Klasse wartet auf mich. Wir sind gerade auf einer Exkursion. Ist ziemlich cool hier und ich möchte, dass die Kinder sich später diese interessanten Ruinen dort anschauen. Ich bin aus Versehen an Naronis Handy gestoßen, als wir Aufnahmen für Flipflop gemacht haben. Und ist die Klippe hinuntergefallen. Ups. Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Ich habe mein Handy die Klippe herunterfallen lassen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay, vielleicht kommen wir da irgendwo hin. Alle Mandarinenhunde werden aufhören zu existieren, wenn das Spiel gewonnen ist. Was auch immer das heißt. Wuff. Wuff, wuff. Okay. Wie geht's dir, Abenteurer? Mir geht's auch ziemlich gut. Wenn du mich fragst, bin einfach hier und beobachte diese Schnecken. Du musst wissen, ich bin der lokale Schneckenbeobachter. Dies hier ist eine vom Aussterben bedrohte Art. Wir Gemüse und Früchte müssen dafür sorgen, dass wir ihr Ökosystem nicht zerstören. Wir sollten friedlich koexistieren. Nun Gemüsegarten West, vergessener Wurst, den verlassene Farm. Hier können wir noch nicht lang. Kleine Rübe. Arbeitest du deine Schulden ab? Was hättest du dich wirklich früher darum kümmern sollen? Ich bin immer dabei, immer die in Bestform, weißt du, das schaffst du auch noch. Elan, weißt du. Wie auch immer, hier kannst du nicht lang gehen. Wir haben wichtige Geschäfte zu erledigen. Bereich 2. Es ist ein wenig darüber bekannt, wie viele Fische es in diesem Teich gibt. Aber scheinbar können wir immer nur einen nach dem anderen beobachten. Aha. Willkommen im Karottenbeet, neuerdings. Ja, wir wohnen ziemlich weit weg von der Stadt. Es ist beängstigend, darüber zu gehen. Deshalb relaxen wir einfach hier. Wir fliegen uns hin und her, wie man das halt so macht. Hast du dieses seltsame orange Ding gesehen? Ja, dieses kleine orangefarbene Ding, wie das hier vorbeikam. Sah uns irgendwie ähnlich, aber es war wirklich klein, komisch, oder? Keine Sorge, hier bist du sicher. Es gab dieses seltsame Ding, das hier vorbeikam, aber ich habe mich darum gekümmert. Was meinst du mit wie? Ich habe es in den Müll geworfen. Ich wette, die Aussicht von dieser Veranda wäre fantastisch. Schade, diese Treppe ist, dass die Treppe kaputt ist. Vielleicht könnten wir mit einem Hochrad dort hinaufgelangen. Ah, okay. Ich weiß, wer Hocker hat. Sein Babysitter sucht es bestimmt schon. Rero, 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 Rero. Gefällt dir meine speziell platzierte Kistensammlung? Die ist auf jeden Fall hier, um dich in diesem Level zu halten. Oder so, das wäre ja verrückt. Ja, hey. Levelgrenze. Okay, wir müssen wohl nach oben. Hier ist Hundi.
Keine Ahnung, wie wir da lang kommen. Später wahrscheinlich. Zwei müde. So, waren wir jetzt hier irgendwo hier. Die Mutti hier rüber. Du, wir gehen den auch vertauschen. Ja, du hast sie gefunden. Vielen Dank, dann nimm meinen Hooker. Das kann nicht Buchstaben. Das ist Buchstaben das einzige, was ich besitze. Dieses Mal kann sie nicht entkommen, nicht wenn sie auf meinen Kopf sitzt. Hauptsache kann zum Befestigen von Verandas verwendet werden. Aha, ja. Dann wollen wir mal den Weg nochmal gehen. Okay, und die lässt es dort nicht rein. Willkommen im Karten mit nur Link. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ach hier. Wenn die Aussicht von dieser Veranda wäre, fantastisch. Schade, dass die Treppe kaputt ist. Ich bin mein Hocker dort. Das ist ein niedlicher Hocker, den du da hast. Ich habe mich gerade daran erinnert, dass ich schreckliche Höhenangst habe, also geh du ruhig vor. Das ist nur ein Hocker. Eine Farm. Tagebucheintrag. Mama und Papa haben nun für das eingeschlagene Fensterhaus etwas gegeben. Damit war ich das gar nicht. Nett war es, aber ich bin keine Fetze. Wünschte nur, er hätte es zugegeben. Oha. Angriffen. Nein, eine Gesichtsmaske. Halte 2 Meter Abstand. Okay, hier ist ein Trophäe, die können wir nicht tragen. Oha. Pflaster. Ja,
wir nicht durch, nicht bevor ich das hier. Was machen wir denn da? Mal Zeit für eine kleine Streampause. Ja, vielleicht finde ich in der Pause eine Lösung. Bis gleich. Okay, spielen wir noch ein bisschen weiter. Wir müssen die Blumen gießen. Haben wir da irgendwas? Vielleicht können wir jetzt. Oh, ja, können wir. So, dann können wir hier lang ins Pflaster einstecken. Ein medizinischer Klebestreifen. Und wozu auch immer wir das brauchen werden. Achso, ich müsste mal angreifen, das wäre ein Ding. Da war der Checkpoint. Der angreifende Donut. Ja, da müssen wir jetzt nicht mehr hin. Ah, jetzt können wir hier mal das Loch vielleicht füllen. Indem wir hier. Oder auch nicht. Wir können die drüber feuern. Jetzt können wir drüber und rüber können. Störung habe ich immer noch nicht so richtig kapiert. Au. Daran. Klirrender Kühlschrank. Achtung! Auf den Boden und führt uns 20 für deine Verbrechen. Es dauert 2 Jahre, diese Tür zu befestigen. Ich hatte jetzt, wie konnte ein Neuling wie du sie einfach sprengen? Unglaublich. Du musst so eine Art Super rüber sein, um unsere Verteidigung zu durchbrechen. Kriege ich ein Autogramm? Ein Depp.
immer langsam mit den jungen Pferdchen. Partnern, hast du wirklich gerade unsere Befestigung zerstört? Dann bist du besser bereit, einen Teil der Kosten zu übernehmen. Geh rüber zum Missionsbrett. Einige Leute haben Arbeit, die erledigt werden muss. Schau nicht so betreten rein. Es ist das Mindeste, was du tun kannst. Nimm diesen Schlüssel. Du sollst ihn benutzen können, um das Farmhaus weiter zu erkunden, das Arbeit zu erledigen. Sei nur vorsichtig, die Fäulnis breitet sich aus. Wenn du uns einen Gefallen tun willst, könntest du den Generator anwerfen. Ah ja, ich werde erstmal hier. Am Schluss sollte man vielleicht. Was? Der ist wieder da. Deprimiert. Was sind denn das für Viecher? Was zum Henker? Und respawn die immer so heftig. Medizin, sie haben den Deckel Kindes ja gemacht. Okay, da können wir nicht durch. What the fuck? Oh je. Ich wünschte, ich könnte den Haupteingang bewachen. Alles Spannende scheint dort zu passieren. Gerade hat jemand die Tür durchbrochen, das ist so cool. Vielleicht bin ich als Wächter einfach nicht gut genug. Das erklärt, warum ich im Gefängnis stationiert bin. Ich glaube, ich bin eine gute Wache. Ich wünschte, sie würden mir eine Chance geben. Bist du da? Ja, du, Rübenkopf. Keine Sorge, auch ich kann Waffen halten, ohne Hände zu haben. Da weiß ich, dass Mafia-Blut durch deine Adern fließt. Hey, bist du mit Don Rubetto verwandt? Wenn ja, dann hast du Glück, dass ich in diesem Glas bin. Sonst würdest du dir nämlich jetzt die Radieschen von unten ansehen. Diese Mafioso-Familie beschloss, unser Revier zu verletzen. Für wen halten sie sich? Halten ihre Versammlungen im blöden Gewächshaus ab? Aha, ein weiterer Schlüssel. Ja. Sei gegrüßt, Plebeier. Was? Verständlicherweise seid ihr verblüfft angesichts meiner äquivalenten Redensart. Sorgt euch nicht, die anderen sind lediglich Imbezil. Ich wünsche diesen lang vergessenen Kühlschrank zu übernehmen. Und sei es das Letzte, was ich tue. Betrüglicherweise brauche ich jedoch beiden. Vielleicht auch Arme. Ein Ritter ohne Furcht und Tadel. Oh, vielen Dank, Liebes. Hier ist ein Schlüssel, Schätzchen. Liebes, komm wieder bei mir vorbei, wenn du Heilung brauchst. Ich brauche Heilung. Ein Kuss mit Bärengeschmack sollte dich sofort heilen. Smiley. Oh, Feuer. DJ Funke. Yo, yo, yo. Funke, Unke, Halunke. Yo. Hilfe, rettet mich. Fühlt ihr's? Applaus für DJ Funke.
Es waren nur 2 Sekunden. Ich habe mich für 2 Sekunden umgedreht und meine kleine Schwester ist weggelaufen. Ich soll doch hier die Erwachsene sein, nachdem unsere Eltern der Fäulnis erlegen sind. Habe ich mich um unsere Familie gekümmert. Und jetzt ist meine kleine Schwester vor uns. Maus, du wirst mir helfen? Vielen Dank. Bitte beeil dich. Ich habe gehört, die Cupcake muss dann laben sich gerne an Kirschen. Was ist dann Schlüssel? Könnte man den haben? Ich wünschte, ich könnte diesen Namen Kühlschrank verlassen. Hier gibt's nichts zu tun. Früher habe ich Spiele auf meinem Laptop gespielt, aber er konnte die Kälte nicht standhalten. Aber das ist okay, ich habe noch mein altes Schachbrett. Ich habe ein paar Eisbrocken zurechtgeschnitten, falls du mal spielen willst. Ja, ich würde gerne spielen. Dann halt nicht. Hallo Sühnchen. Ich dachte erst, dass der Neuling mein Sohn sein könnte, aber ein neues Gesicht ist definitiv ein freundlicher Anblick. Ich glaube nicht, dass ich diesen Kühlschrank je verlassen kann. Ich hoffe eines Tages, meinen Sohn wiederzusehen. Aha. Ach, hier, wir müssen Familienzusammenführung betreiben. Er kann Fernkampf, dumm halt. Ja, bringt das irgendwas, wenn wir das hier. Tja, wohl nicht. Schubhandschuhe, nutze sie, um Schubmelonen zu bewegen. Warte, du hast Hände? Aha. Jetzt kann man hier. Jetzt können wir Sachen schieben. Schiebung. Oh, es wird schwierig und nicht gemütlich. Das hat uns sehr viel gebracht. Jetzt kommen wir hier lang. Sehr schön. Jetzt können wir die Bombe. Und dann schieben. Und kommen auch nicht durch. Ach du Scheiße. 2 von der Sorte. Sehr schön. Verdammtes Kirschbaby, gerade die Suche nach dir. Aha. Dienstauswahlsystem, befehle sich zur Einweisung zu melden. Präsident der Vereinigten Staaten an Matthew Rigsby, Wilstenstraße 5876. Guten Tag. Sie werden hiermit davon in Kenntnis gesetzt, dass Sie am 15. April 2020 für die Dauer von 30 Jahren rechtmäßig in den Dienst der Vereinigten Staaten eingezogen wurden. Dementsprechend werden Sie am 20. April 2020 bei der Einweisungsstation der Armee melden. Freundlichen Grüßen, Alan C., Präsident der Vereinigten Staaten.
Jetzt nicht mehr. Du dürftest, du Deutscher. Vergiss doch mal wieder, dass der hier respawnt. Den Pilzen sei Dank, geht es meiner Schwester gut. Danke, dass du sie sicher zurückgebracht hast. Sie ist ein Schlüssel für deine Mühe. Kommen wir bestimmt dort drüben ins Weiter. Oha. The Rigsby Family. Telegramm von der Armee. NNC-Präsident. Straße. Familie Rigsby. Wir bedauern zutiefst, Ihnen mitzuteilen zu müssen, dass Obermann Nephew Rigsby seit dem 15. Juli 2020 als vermisst gilt. Sobald unser Büro weitere Informationen erhält, werden wir Sie unverzüglich über den Verbleib von Obermann Nephew Rigsby unterrichten. Von den Grüßen NRC, der Präsident der Vereinigten Staaten. Jetzt nicht mehr. Der Messenger. Wippt er mit Notes. Ach du Schande. Katze. Verfaulte Apfelkatze. Ach du Schande. Auch hier Gießkanne. Ach du Schande. So wird das aber nix. Oh weia. Und nicht lang. Wenn ich das immer zerstört, dann kann ich dann wird das ja nichts. Verdammt! Ich muss da irgendwie rüber. Ey! Um nicht kämpfen zu können, muss ich da. Sehr schön. Schwert. Kann ich mich auch mal hier verteidigen. In die Würmer zumindest. Zu Würmer. Das ist irgendwie was widerlich. Hier muss ich wieder rein. Oh weia. Immerhin. Na komm. Oh weia. Uff. Große Katze. Buttertoast auf dem Rücken. Ah, deswegen dreht sie sich. Verstehe. So. Ich kann auch nicht so schnell zwischen den Waffen wechseln. Nein. Böse Katze. Es wird so nichts im Leben. Na komm, als ob.
dir nicht geschadet. Skandalös. Menno. Im Ausweichen müssen wir uns ein bisschen üben. Und dem Schwert wechseln. Ach Mann! So geht das nicht. Nein! Uff. Das ist im Leben nix. Schwert. Was denn? Schon bei den kleinen Fratzen die Ärger kriege. Nein! Hier in der Ecke bin ich relativ sicher. Außer von den kleinen Viechern hier. Mann! Ist das scheiße. Waffenwechsel. Verdammte Kacke. Die falsche Richtung auch noch. Lecke mich. Verdammt. Schlimmer als Dark Souls hier. Das gibt's doch nicht. Nein. Meine Frise. Die Katze ist nicht das Schlimme. Die verdammten Würmer. Seit wann haben Katzen Würmer? Und ich selbst. Krümelfritzel. Selbst der mir meinen Plan zerstört. Ey! Nicht fair. Dass irgendwann zu viele Gegner sind. Ja! Das muss ich auch mal gießen. Na komm, ach, falsche Richtung. Na wenigstens etwas. Ein paar Würmer. Nein. Na komm. Lass mal rüberkommen hier. Sehr schön, aber ich bin tot. Zur Hälfte hatten wir die. Videospiele machen nicht aggressiv. Bin ganz entspannt. Puh.
Ich versuche erstmal die Löcher hier voll zu machen. Ich will nicht vorher sterben. Es. Kann sein, dass die Katze ist das ist der Begriff nicht super. Den mir gar keinen Schaden macht. Nö. Irgendwo oben. Nach unfair. Den hatte ich schon drin. Verpiss dich. Ach. Für die Miesigerin, sollst du dich. Nö, ey. So, hier nehme ich. Nein, die macht Schaden. Hey, Digga. Helix hat gleich. So wird das nix. Halb runter haben wir's. Ich würde da rein. Mit ein paar Herzen. Mit Würmchen. Ach, ach, Dreck. Den Bosskampf kriege ich nicht hin. Das wird ein Scheiße. Kein Bock mehr. Bisschen großer Druck. Rümpfen. Diese Scheißwürmer. Nicht herzchen. Da wenigstens zwei oder so, um da mal nicht rüber zu kommen. Verdammte. Das Snake ist da, hätte ich's. Sicher. Na komm! Ach, verdammt! Sehr schön. Sehr schön. Jetzt brauche ich mal ein bisschen Leben. Wie immer geht's mir. Nein. Nicht so gut. Öffnen den hier.
Ein paar Herzchen. Nicht so gut. Nur die Ruhe. Das ist ein Herz. Ein Herzschipperskämpfer. Ja, was soll denn der Mist? Herzchen. Na komm, beweg dich. Beweg dich. Ja, das ist eine falsche Richtung. In falsche Richtung. Ja, vielleicht Spiel. LP. Würmer. Sehr schön. So wird es nix. Er kommt zu mir in die Ecke. Ich habe die schon abgefeuert. Gut, dass die dazu müssen nicht rüberkommen. Herzchen. Ach so, Scheiße. Und kurz die zwei auf einmal aus. Das ist OP. Uff. Verloren Apfelkatze. Krankranz, kleiner roter Munchkin. Zu klein war der noch nicht. Herzfrucht. Große Maschine macht brrr, null. Färbe zum Sprühen. Ah, ich weiß, wer das braucht. Wir kommen hier raus. Generatoren schmeißen. Okay, hat man den nicht schon gesprochen? Was zum Teufel hast du gerade über mich gesagt, du kleine Rübe? Du sollst wissen, dass ich Klassenbesitzer bei den Nudelrobben war, mich an zahlreichen geheimen Razzien in der Scheune beteiligt habe und über 300 beschäftigte Kills vorweisen kann. Ich bin in der Gorilla-Kriegsführung ausgebildet und bin der beste Scharfschütze der gesamten Nudelarmee. Du bist nicht mehr als ein weiteres Ziel für mich. Ich will dich mit einer so irren Präzision auslöschen, wie man sie noch nie zuvor auf dieser Erde gesehen hat.
Merk dir meine Worte. Du glaubst, du kommst damit durch, so einen Mist über mich zu verbreiten? Denk doch mal nach, Rübe. Während wir hier sprechen, kontaktiere ich meinen geheimen Spionagenetzwerk auf den ganzen Ackerland und deine Blätter werden in diesem Moment aufgespürt. Du bereitest dich besser auf den Sturm von Made. Auf den Sturm, der das erbärmliche kleine Ding, das du dein Leben nennst, auslöscht. Du bist so tot, Kid. Ich kann jederzeit und überall sein und dich auf über 700 verschiedene Arten töten. Und das nur mit meinen bloßen Händen. Ich bin nicht nur umfassend im unbewaffneten Kampf ausgebildet, ich habe auch Zugang zum gesamten Arsenal des Nudelkorps. Und ich werde es in vollem Umfang nutzen, um deinen elenden Hintern vom Angesicht der Erde zu ziehen, kleiner Nichtsnutz. Wenn du geahnt hättest, welchen uneinigen Vergeltung ein cleverer Kommentar über dich bringen würde, hättest du vielleicht deinen verlauten Mund gehalten. Aber das konntest du nicht und hast du nicht und jetzt wirst du den Preis dafür zahlen. Verdammter Narr, ich werde Wut auf dich herabregnen lassen und du wirst ihr nie ertrinken. Du bist sowas von tot, Kleiner. Können wir den bitte? Oh, schade. Den kann man nicht erstechen. Ah ja, von wem war die Katze? Ja, bei Katze. Gerade von keinem. Donutsmann. Nicht. Deine vielleicht? Das ist denn die Hocke, die du hast. Ja. Haben wir jetzt die Katze geholt. Ich dachte, das braucht einer hier. Ja, Verzeihung. Wen haben wir jetzt die Katze besiegt? Und jetzt ist es wieder Würmer. Wie geht's dir, Abenteurer? Ist auch ziemlich gut. Okay, können wir noch nicht lang. Jetzt hier lang. Natürlich nicht. Tja.
Verlassene Farm. Sie hätten aufgehört in der verlassenen Farm. Ist das seine Katze vielleicht? Und der sucht seine Gießkanne. Das ist eine Farm, die Horrorgeschichten. Eine Gabel müssen wir finden. Eine Gabel in der Farm, wo wir gerade schon waren. Okay, die Katze will hier keine haben. Ja, und erst recht nicht. Dann gehen wir mal wieder rein und suchen nach einer Gabel. Hast du eine Gabel? Wo kann ich rüber? Es war schön, diesen Ort zu studieren, aber ich werde meinen Besitz bald Forschungslabor ganz neben kurz kleinen Kühlschrank. Eine Gabel. Nun, dann kann ich dir nicht mehr böse sein, das ist zwar nicht viel, aber das, was wir haben. Ah, eine Gabel. Fantastisch. Jetzt können wir pieksen. Wie die Gabel nutzen. Der vierzackige Speer wird sich als nützlich erweisen, alles läuft nach Plan. Wie auch immer, Annie hat mir von diesem Glibber in dem seltsamen, der seltsamen Eigenschaften vergessenen Forst erzählt. Ich will ihn haben. Nein, du kannst ihn nicht essen. Und geh und hol mir etwas von diesem Glibber. Es ist mir egal, was du tun musst, um ihn zu bekommen. Wenn du den größer machen wird und jetzt eine Gabel als Speer, das ist, ich habe das Gefühl, das wird unser Bossgegner. Wo müssen wir jetzt hin? Werf! Öffne deinen Geist, öffne deine Augen. Vergessen Forst. Waffenwald, verbundene Hügel. Hier waren wir noch gar nicht. Hey, die Gepilz ist meine kleine Apfelmannschkin. Ufo. Ich habe dieses Ding namens Manga im Wald gefunden und versuche den Kunstziel nachzuahmen. Oha. Was? Zerrissen. Du mochtest mein Bild nicht. Stopp. Mega Miau.
Mikro miau. Miau. Hust. Hier waren wir schon. Hey Kumpel, verschwunden, du kennst mich nicht. Doch ich kenn dich. Dieser Ort ist vorerst zerbunden. Komm mit dem, wenn du das Spiel gewonnen hast. Befehle vom Boss, ich weiß auch nicht, was das heißen soll. Aha. Okay, die Gabel haben wir nicht mehr. Schleim müssen wir holen. Vielleicht hier. Hier geht's auch nicht weiter. Herzfrucht. Okay, ich komme nicht weiter. Hier wird das nichts. Ich habe nur das Erzschwert gefunden. Gemüsegarten. Kann mir vielleicht jemand verraten, wo ich diesen verbotenen Wald finde? Wie der hieß. Jetzt können wir hier oben weiter. Vergissener Forst. Ah, großartig. Ein bisschen Suchen hat es schon immer gebracht. Hallo, gerne rüber. Willkommen im Vergissenen Forst, oder wie ich ihn nenne, zu Hause. Es kommen nicht viele Leute hierher, aber ich studiere diesen Ort schon lange. Ich habe seltsam Dinge im Forst gesehen und so weiter. Hase. Riesige Hasen hier. Böse Hasen. Greifen uns an. Da müssen wir sie leider ausschalten. Okay, hier ist ein Schlüssel. Hallo, deine Rübe, willkommen in meiner Forschungseinrichtung. Ich habe den Frust in der Gegend studiert und versucht, über unsere Vergangenheit herauszufinden. Es ist kaum etwas darüber bekannt, woher wir kommen. Es ist verrückt. Und das ist großartig. Erst finanziert Bürgermeister Zwiebel meine Forschung, jetzt schickt er einen neuen Assistenten. Du musst etwas Feldforschung für mich betreiben. Kannst du von hier aus nach Norden gehen? Es gibt dort ein Wandgemälde, das ich versucht habe zu erreichen. Aber ich weiß nicht, wie ich an den Zaun vorbeikomme. Ich mag kein Forscher sein, aber ich mache mir nicht gern die Hände schmutzig. Wenn du dorthin schaffst, kannst du kritzeln.
Wieder Tipp, wusstest du, dass man durch Zäune gießen kann? Jetzt bist du ein Pro-Gamer. Fantastisch. Portal. Jetzt haben wir Werf, jetzt haben wir ein Portal. Der Spielentwickler möchte verklagt werden. Ach verdammt. Hey! Damit würde ich dich ausschalten. Ja, aber warum? Ach so, da können wir nicht verstehen. Darum. Ja, so. Oha. Wieder ein Boss. Jetzt keine Boss-Energie. Ein einfacher Gegner. Das Ganze noch blöder macht. Abgehauen. Oha. Wandgemälde-Kritzelei. Damit hat ein Schitzriesen gemalt. So schön. Dann bringen wir das mal zurück. Will ich mal ausprobieren. Oh nein. Tödliche Session. Jetzt vorsichtig. Vorsichtig, sagt es. Du hast das großartige Arbeit, mein vertrauenswürdiger Feldforschungsassistent. Das ist sehr faszinierend. Ich kenne diese Legenden von den Pilzriesen. Das klang mir erst nach Hokus Pokus, aber es erscheint, dass sie schon seit langer Zeit Teil unserer Geschichte sind. Ich brauche jedoch mehr Informationen, bevor ich voreilige Schlüsse ziehe. Und genau das, da kommst du ins Spiel. Nimm deinen Schlüssel und diesen Schlüssel und geh nach Süden. Ich habe gehört, dass es dort unten ein altes Rübenbeet gibt, das ich noch nicht finden konnte. Schau mal, was du von den Einheimischen dort in Erfahrung bringen kannst, falls du es findest. Ah, okay. Schlüssel haben wir. Ein Herzchen. Okay, hier kommen wir nicht lang. Mist.
Aha. Ich kann natürlich. Okay, das verstehe ich gerade nicht. Ich habe eine Idee. Ah. Jetzt können wir hier lang. Oha. Hier ist hin. Rübe. Wo ist dein Gesicht? Warum bewegt er sich nicht? Heilung wäre ganz nice. Oh, oh, nicht ein Stein. Ach, du Schande. Ist gestorben. Ich hau nicht ab. Eingedocktes Blütenportal. Nutze es, um meinen Blütenportal zu erzeugen. Aha. Soll das bitte gut sein? Ich kann da drüben jetzt hinsetzen, aber muss ja schon mal dort gewesen sein. Verstehe ich nicht. Welche Funktion hat mir das jetzt gemacht? Ah, okay. Nicht hier rüber. Mist. Ah, okay, verstehe. Ah, so nicht.
Dazu nehme ich Pilz, ich verstehe das nicht. Es ist wie du, aber ohne Bewusstsein. Es tut mir so leid, kleine Rübe. Dieses Abenteuer wurde das morbider, als ich erwartet hatte. Wir müssen diese Sache wirklich auf den Grund gehen. Wir müssen sehen, wie sich alles zusammenfügt. Hier ist mein letzter Schlüssel. Nimm ihn und geh nach Westen. Mein Gefühl sagt, dass wir dort unsere Antworten finden werden. Die grünen Schleim, ich verstehe. Müssen wir ihn mit dem. Müssen wir mitbringen. Wir haben ein großes Monster mit Drehzahl und radioaktiven Kräften. Wird kein bisschen anstrengend, der Bossfight. Wo? Was bin ich? Ich glaube, ich bin hingefallen. Bin aus diesem Glibber herausgekrochen, aber mehr weiß ich nicht. Oh weia. Mein Kopf tut weh. Das ist eine Menge Lärm hinter mir. Oh. Ach du Scheiße. Hirsch, ein grausames Geschöpf der Natur. Ein Radioaktivhirsch. Ich fürchte, wir müssen ihn hier mit dem. Irgendwie mit dem Portal ausschalten. Oh je. Muss jetzt mal herausfinden, wie das hier geht. Okay, so kann man die Bomben werfen. Ach nö, oh nö, oh nö, oh nö, jetzt bin ich im Stein drin. Oh nein. Hilfe. Das HP fast zu Menge. Was ist hier unsere Mission? Ich hab keine Ahnung. Können wir nicht angreifen? Oh Mann, das war schlimm. Hey Sam. Na, geht doch. So halt. Easy. Muss man sich nicht schwerer machen als nötig. Herzfrucht.
Und grüner Glimmer. Ich fühle mich komisch, wenn ich den anfasse. Wie braucht der Bürgermeister Zwiebel denn den? Ah, ich habe Angst. Der letzte Bossfight. Das Gefühl, der wird scheiße. Und den Rübe, es leuchtet. Nicht auf die schöne Art, eher auf die besorgniserregende. Lass um dich herum scheint zum Leben zu erwachen. Und der Glibber hat ein Gesicht. Ist er ein Gemüse oder ein Tier? Sieht nach keiner von beiden aus. Ich spreche eine Eiche. Forscherhund. Ah ja. Die Güte. Bauf. Schnell weg hier. Oha. Warum dieses Handy? Ich habe das Passwort geändert, lol. Heilige Pets, du hast mein Handy. Da du dich offensichtlich für die Internetse interessierst, kannst du eine Petition unterschreiben, um Bürgermeister Zwiebel daran zu hindern, Flugblock zu verbieten. Das ist meine Lieblings-App, aber ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich sie auf mein Telefon bekomme. Bürgermeister Zwiebel versucht, die Flipflop-App zu verbieten. Er sagt, es habe etwas mit den Steuern zu tun. Und schreibt diese Petition, um Flipflop zu retten. Name Holly Ellie Haley Slade Queen 32 Erdbeere. Petitioner. Das ist toll, Flipflops. Schon darfst du uns. Moment, hast du mein Passwort geändert? Und du bist mein. Ich bin radioaktiv verseucht, gay. Ah ja, es tut sich alles zusammen. Nur damit du es weißt. Glühen wird nicht von der Krankenkasse übernommen. Aber es ist seltsam. Es fühlt sich an, als würdest du ein Leben um dich herum erschaffen. Als nächstes brauchen wir ein Gerät, das deinen Erbsengroßgehör nicht begreifen kann. Es ist eine Maschine, die einen roten Laserstrahl schießt. Das hat mir noch gefehlt. Sein Hightech-Ding nennt man Laserpointer. Es gibt diese seltsame Luke im Waffenwald. Ich habe das Gefühl, dass du dort einfinden kannst. Ich habe das FA dorthin geschickt, um die Leute im Lager zu untersuchen. Hoffentlich haben diese Dinger eine Lösung dafür gefunden, wie man hineinkommt. Osten ist der Waffenwald. Ja, die Brücke ist hier oben, glaube ich. Hallo, junge Rübe. Luke fest verschlossen. Ich habe versucht, ihn mit Muskelkraft zu öffnen, ohne Erfolg. Wir haben Krug vom freundlosen Friedhof angerufen. Vielleicht hat er Werkzeug. Und wir sehen, junge Rübe. Hätte man mir vielleicht früher sagen können. Und ich kenne extra Wege hier.
Okay, Kit. Was willst du von mir? Das FA hat gerade angerufen und mir aufgetragen, der jungen Rübe zu helfen. Und ich nehme an, das bist du. Meine Schaufel, warum? Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit diesem flitzen Ding. Schon gut, wenn sie dir so wichtig ist, musst du dafür arbeiten. Es gibt ein paar reiche Leute, die auf diesem Friedhof begraben sind. Wenn ich mir sie zu finden und du bekommst meinen Schaufel. Ich habe nie gesagt, dass ich mein Lebensunterhalt mit einer hohen Moral verdiene. Wenn du dabei bist, lass uns loslegen. Auf geht's. Bunnen war gleich los. Geh dorthin, wo die Bäume rotten, sonst machen bei dir die Schotten dicht. Ja, du weißt schon, das ist ein Rätsel, okay? Aha. Kit, warum siehst du mich mit diesem verwirrten Blick in deinem albernen Gesicht an? Zweifelst du einfach anfangen zu graben? Du glaubst nicht, was alles mit diesen Idioten begraben ist. Dafür brauchst du meine Schaufel nicht. Du hast ein funktionierendes Schwert. Schaufeln wir mit dem Schwert? Ah ja. Okay. Oha, ein Geist. Schätze haben wir ja hier noch nicht gefunden. Nicht des Lebens müde bist du, dir die Wahrheit dort, wo es gelb ist. Komm schon, Gumpe, das reimt sich fast. Hey Mama und Papa, oh Gott. Hey Mama und Papa, ich weiß nicht, warum ich euch schreibe, wenn ihr 2 Meter unter der Erde seid. Ich wollte euch nur dafür danken, dass ihr mir das Ackerland gelassen habt. Das ist ein großartiger Ort, um Kinder großzuziehen. Mal ehrlich, hättet ihr nicht wenigstens die Schulden von eurem Ableben abbezahlen können? Die Steuern für die Farm sind wahnsinnig hoch. Und noch dazu scheint ihr eine zweite Hypothek aufgenommen zu haben. Nächstens wohnt ihr jetzt mietfrei. PS, ich habe ein paar Fotos von den Kindern mitgebracht. Oh, so schön. War heftiger. Fühlt ab und netter. Aha. Da wo es gelb ist, sind wir suchen und meinen verrotteten
Oha, Zylinder. Schick. Was ist denn wirklich? Hübscher Zylinder. Spürung der Totenruhe. Geist. Wir können Geister töten. Ah, okay, da waren die gelben Blumen. Hätte ich gehen müssen. Was zum... Das Totenreich mit dir. Was zum Teufel kamen wir überhaupt aus? Ich schwöre, wir haben nicht mal Knochen gefunden. Weltbericht 5. In diesem Gebiet scheint es Überreste von humanen Wesen zu geben. Alles, was wir zugelassen haben, stellt unsere Technologie und Fähigkeiten in den Schatten. Und das will schon was heißen. Aha, verstehe. Da müssen wir gießen. Wenn du recht haben magst, sieh zu, dass du es warst, wenn du mir gefallen hast. Ach je. Ich hab's verkeilt. Und ich komme hier nicht mehr zurück. Yay. So verdockt. Verdammte Scheiße. Ich nehme einfach zurück. Viel Spaß noch. Ich habe dich wieder ignoriert. Sehr schön. Ja, wir spielen diesen kleinen... Den kleinen Herrn hier, diesen Rüben-Doom. Und der hat Steuern zurück.
Steuerhinterziehung gezogen. Muss jetzt für den alten Bürgermeister arbeiten. Und für den krumme Dinge machen. Jetzt besorgen wir gerade einen Laserpointer. Gießen müssen wir. Wait a second. Wir brauchen das hier. Jetzt ob. Nein, nicht schon wieder. Ich glaube, nur einer dieser Kürbis ist vollkommen ehrlich. Die anderen sehen so aus, als lügen sie. Mit Richtung und darüber, wer ihrer Meinung nach lügt. Und die Wahrheit sagt, oh, bitte nicht. Mein Kopf tut weh, finde es einfach selbst heraus. Du sollst nach Westen gehen und der Kürbis zu meiner Rechten lügt. Es ist zu spät für sowas. Du sollst nach Norden gehen und der Kürbis zu meiner Rechten lügt. Ich brauche deine Hilfe. Sigma so. Du sollst nach Osten gehen und der Kürbis unter mir sagt die Wahrheit. Du sollst nach Süden gehen und der Kürbis unter mir sagt die Wahrheit. Und einer sagt die Wahrheit. Du sollst nach Westen gehen und der Kürbis über mir lügt. Du sollst nach Süden gehen und der Kürbis über mir sagt die Wahrheit. Ach, fegt durch doch alle. Und nur drei Möglichkeiten, okay? Das war klar. Second try. Hurra! Ja, Baby, darauf habe ich gewartet. Darum geht es. Wir haben es gefunden, grab es aus. Eine goldene Schaufel. Oh, verdammt, Kleine, wir haben einen Volltreffer gelandet. Jetzt, wo ich eine nagelneue glänzende goldene Schaufel habe, brauche ich diesen Schrotthof nicht mehr. Nimm das. Ich werde auch das eklige Erdschwert für dich los, ganz umsonst. Und bitte durch die Schaufel. Schaufel, eine mächtige Waffe, schlägt härter und kann Bunker aufbrechen. Okay, haben wir jetzt anstelle der Waffe. Mal ein bisschen die Totenruhe stören.
Mach doppelt so viel. Nee. Nicht ganz doppelt, aber es braucht zwei Treffer statt drei. Das können wir noch ganz schnell abkürzen. So, hier. Hinab hier. Ach du die. What should you do in a radiation emergency? Stay informed, stay prepared. Ach. Doomsdayers. Ach du Schande. Radioaktivität. Okay, wie soll das klappen? Au. Bombs dropped. New spot. Ah, verstehe. Au. So, eine Schlüssel. Heilung könnte ich mal gebrauchen. Oh, wei. Ich hätte die Steuerung verloren. Oh je, das Ganze nochmal von vorne. Hoffentlich nicht. Und mal kurz die Steuerung vergisst. Da war ich schon. Nein, ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ich kann nicht angreifen. Hilfe. Komm hier rüber. No. Okay. Jedi. Nicht Tag, was gibt's? Ich bin wieder das. Es ist was Tag 1, 105. Ich dachte, wir würden jetzt schon wieder zu Hause sein. Meine Familie treibt mich in den Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, dass du der Einzige bist, dem ich mich anvertrauen kann. Weißt du, ich vermisse Matt. Ich hoffe, wenn das alles vorbei ist und er nach Hause kommt, wird alles wieder so wie vorher. Bis morgen Tagebuch.
kaputt machen. Dies. Kommt an die Kisten ran. Tot. Ach Gott. Ganze Scheiße nochmal. Weg hier. Schutzanzug kann mich vor vielen Dingen schützen, einschließlich vor Feuer. Aha. Soll ich dann vielleicht mal anziehen? Wie geht's weiter? Verstehe. Okay, müssen wir jetzt hier. Mit den Portalen können wir vielleicht was machen. Als ob das jetzt geht. Ach, damit habe ich nicht gerechnet. Das muss ich hier noch gießen und dann. Darmbreiter Papa hat letzte Woche den Bunker verlassen, um zu erkunden, was oben vor sich geht. Weiß nicht, was er gesehen hat, aber seitdem ist er nicht mehr derselbe. Oha. Radioactive Girl. Liz, der mutierte Mensch. Ja, mit denen jetzt spiel.
So wird das nix. Hilfe. Das ist natürlich versuchen, aber es ist ein vergebener Kampf. Wie kommen wir denn an die Bomben ran? Portale vielleicht? Und vielleicht kriegen wir sie auch so. Zeigt er stark. Wir haben keinen Schutz für uns selbst. Wie kann ich denn hier Wait kann gießen? Kann ich auch gießen? Oh je. Na, fantastisch. Und die mussten weggeben. Ich bin auch. Ich will dabei selbst nicht drauf gehen. Hilfe! Das ist ja katastrophal. Mich selbst überlöschen. Stirb am Feuerschaden. Ich muss mich selber dann schnell löschen. Die Taktik, aber die muss man erstmal schaffen. Ich muss den Feuer stecken. Ach, nicht während sie. So wird das doch nichts. Ich darf aber selbst nicht im Feuer stehen. Am besten, sie geht in das Feuer rein. Wir stecken uns dabei nicht selbst in Flammen. Frustrierend ein wenig. Und verwirrend.
dieses bekloppte Bild. Ich muss mich selbst dann schnell löschen. Müssen sie in Brand stecken und uns selbst dann löschen. Sehr weird. Sie netten Schaden nehmen lassen, aber selbst aus dem Feuer rausbleiben. Und was machen wir gegen die Fäuste? Ich verstehe den Kampf noch nicht wirklich. Also irgendwie kriegen wir Schaden mit Feuer hin. War irgendwie. Das ist schon sehr clever. Oh nein. Wenn wir irgendwie Heilung kriegen. Frost sollten wir vielleicht irgendwie. Ich habe keine Ahnung, was hier wirklich hilft. Die Faust ist da keine. Keine Ahnung, was da hilft. Die Faust vielleicht anzünden. What the hell? Was kann ich gegen Faust kann ich gefühlt gar nichts unternehmen. Kann ich die irgendwie ausweichen? Portal, vielleicht mit dem Portal kann ich die irgendwas machen. Meine Fresse. Jetzt auf irgendwas. Mich wegteleportieren. Ja, was zum. Ich bin so der. Ich bin selbst mit der Waffe. Es ist so ein. Also irgendwas, irgendwie können wir mit dem Portal die Faust umlenken. Und ich verstehe das einer. Das. Mit dem Gift ist das auch vorbei. Okay, irgendwie scheint es. Es ist da. Zu chaotisch. Was
machen wir gegen die Faust. Kann ich sie trotzdem irgendwie mit dem Feuer schaffen? Was zum Fick? Das Feuer ist eine sehr gute Sache. Wenn ich der Faust irgendwie ausweichen kann. Das war nicht schlecht. Das haben wir fast. Oh, als ob. What the fuck? What the fuck war das? Laserpointer. Das ist alles für Laserpointer. Yay. Raus aus dem Bunker. Der letzte Kampf wird richtig asozial. Wenn wir gegen den Bürgermeister kämpfen müssen. Und dann radioaktiv verseucht und riesig und mit. Letzter Christ. Ja, der Laserpoint, das letzte Teil meines Masterplans. Du dachtest wirklich, ich würde dir die Besitzurkunde für deinen Gewächshaus zurückgeben. Hahaha, du bist wirklich ein Idiot, genau wie dein Vater. Weißt du überhaupt, was sich unter deinem eigenen Haus befindet? Pff, das ist erbärmlich, dein Vermächtnis der Rübe trotz diesem Ding hinterlassen. Gib mir es in die Augen, ich wette selbst, der berüchtigste alte Mann Zitrone wird dir nicht helfen. Hallo Junge, nun ist es an der Zeit, die Wahrheit zu sagen. Dein Vater Don Roberto, Bürgermeister von Zwiebel, und ich kennen uns schon sehr lange. Wir gehören damals zur selben Verbrecherbande. Wir waren alle Mafiosi. Dein Vater war der Boss und ich war sein Auftragskiller. Bürgermeister Zwiebel war sein Berater. Unsere Gesellschaft ist chaotisch. Wir haben keine Gesetze, keine Verantwortlichen. Es war der perfekte Zeitpunkt, die Kontrolle zu übernehmen. Und wir hatten unsere Meinungsverschiedenheiten. Bürgermeister Zwiebel war getrieben von Gier. Er hatte seine eigenen Vorstellungen davon, wie die Stadt geführt werden sollte. Wir dachten, der schwingt nur große Reden. Wir hätten nicht gedacht, dass er so weit gehen würde. Er hat eine Regierung gebildet und den Rücken zugekehrt und unseren Namen durch den Schmutz gezogen. Er wollte, dass wir unten in unserer Basis, haben. Waffen, Reichtum, wir hatten alles. Ich dachte schon, dass er große Anstrengungen unternehmen würde. Ich fand den Tod deines Vaters immer verdächtig. Du dachtest, es geht um dein Gewächshaus. Mädchen, unter ihm befindet sich eine riesige Basis. Du musst jetzt gehen, dich dort hineinschleichen und Bürgermeister Zwiebel besiegen. Es bleibt nicht viel Zeit.
kannst meinen Geheimgang hinter diesem Baum benutzen, aber beeil dich. Aber die ganze Zeit ein Geheimpunkt. Das Zeug an dran. Ach so. Basic English von Big Dumbs Tax Edition. Das ganze Buch zerrissen. Teacher, das ist das Buch. Verdammt. So ein bisschen ungünstig gelegt. Shit. Ah, die Tür ist offen. Dubab. Layers to the Onion. Major Manifest. Tyrant. Wozu ist diese Mafia überhaupt gut? Wir will reich werden und diese Versager werden mir nicht dabei helfen. Ich habe etwas über die Menschen und die Regierung gelernt. Vielleicht gründe ich meinen eigenen, vielleicht kann ich Domino überzeugen. Todesliste Chat, Gewürzgang, General Grapefruit, meine Frau, nur Spaß, null. B3. Ach, die Nuke. Du bist gestorben. Das ist teuer auf der Wirt. Jetzt nuked Kino. Das musste ich mal machen. Noch was anderes probieren. In unseren Forschungen zufolge wurden alle Wesen, die vor uns auf diesem Planeten gelebt haben, durch diese Geräte zerstört. Wir müssen sie unschädlich machen, wenn wir unsere Zukunft schützen wollen. Ich werde Zwiebel damit beauftragen, Don. So geht's. So kann's gehen. Aha. Thank you.
Oh no. Die Gnome steht auf dem Portal. Ob das nichts gemacht hat. Früchte müssen hier durch. Mein überlebender Sohn. Wenn du das hier liest, bin ich wahrscheinlich schon seit einiger Weile verfault. Einer Weile. Ich habe dir das Anwesen hinterlassen, weil ich fürchtete, Bürgermeister Zwiebels Vergeltung. Bitte pass auf, dass auf dich und das Rubetto-Land auf. Liegt jetzt an dir. Es tut mir leid, dass ich nicht dabei war, als du dein zweites Blatt bekamst und deine erste Gießkanne hieltest. Ich werde dich vermissen, so. Du wirst der größte Gangster von uns allen sein. Ich weiß, dass du den Namen Rubetto Ehre machen wirst. Bitte zerstöre diesen Brief. Wir wollen nicht, dass F.A. ihn sieht. Ich liebe dich, mein Sohn. Don Rubetto. Hätte von mir gelernt. Tja. Wir können das so machen. Wie soll das dann? Okay, erstmal brauchen wir hier ein Portal. Dann müssen wir hier die Bombe durchschieben. Alles klar. Brauchen wir hier ein Portal. Wir müssen da die Melone durch... nein. Stunden später. Ach, verdammt. Das. Und weiter hier. Du hältst dich wohl für ganz clever, was? Wie bist du so schnell hierher reingekommen? Haut ihn um, ihr idiotischen Radieschen. Keine Bossfight-Musik. Was zum? Du blöder Barbar-Gansch. Das ist Körperverletzung. Mir reicht's. Ich habe genug von deinem Unsinn heute. Nacht wirst du dir die Radieschen von unten ansehen. Verstand der korrupte politische. Korrupte Ziebe, die Macht mit. Oh Gott. Okay, was? Scheiße, wie können wir den jetzt?
Er hat jetzt alle Power. Wir sind am Arsch. Ausweichen und angreifen. Das ist ja keine andere Möglichkeit. Warum machen wir hier nicht? Während der Laserstrahl macht, können wir doch sehr gut angreifen. Ja, wenn ich nicht drin stehe. Verdammt. Wandeln. Verdammt. Das ist die Zeit, wo ein Laserstrahl macht. Verdammt. Ich glaube, wir müssen ausweichen. Gibt es auch absolut gar nicht. Ob er noch lebt. Muss irgendwie skippen. Und deswegen ist das ein und alles hier. Verdammt. Das ist doch blöd. Verdammt. Nee, tot. Ich versuche mal eine Runde einfach auf einer Runde. Das Portal kann glaube ich nicht viel helfen. Die Gieß kann auch nicht wirklich. Ach, was ist denn jetzt hier mal los? Das verkleckt schon den kleinen. So wird das um nix. Ja, dann versucht man eh. Wie viel Angriff können wir auspacken in einem Anzug? Ja, das könnte fast was werden. Wenn wir dem Strahl noch entkommen. Mit der Taktik eigentlich ganz gut kommen. Immer wenn er frei ist, angreifen. Ach, verdammt. Oh.
Den Ende dieser Straße tödlich. So, verdammt. Da kommt die letzten paar HP. Oh, das hat man fast. Das ist hier eine verdammt bewährte Methode, um drauf zu gehen. Also, ich kann stolpern. Jetzt mit dem Stolpern, das, ja, das ist jetzt, könnte man nutzen, wenn man es weiß. Ja, wir sind jetzt am Arsch. Zwei in Spiel wird das nichts mehr. Ich bin war besser ohne Stolpern dran. Wenn es einsetzen könnte. Das jetzt zwei. Ach, verdammt. Ach, Dreck. Nein! Darf nicht so viel kassieren. Wie konnte das passieren? Wie wurde ich vom Sohn meines Rivalen geschlagen? Du magst mich besiegt haben, aber meine Regierung wird dank der Dokumente, die du übersehen hast, fortbestehen. Zumindest bei you committed tax evasion. Nice. Property, title and deed. Eigentumsanspruch und Besitzurkunde. Es bescheinigt, dass sich das Gewächshaus im Besitz Kleine Rübe befindet. Bürgermeister Ziegel, der Bürgermeister und die Regierung. Come on, your rupture and indeed. Go to bed, Turnip Boy. Done well. But us, we've gathered here to say farewell till next time. Was durchgespielt? So, you can sing along. Or don't. Do you? Die haben es durchgespielt. Das war Turnip Boy Commits Tax Evasion. Wir haben alles draußen. We won't pay our taxes. We've got rent and we've got bills. There's layers to the onion and his bureaucratic thrills. All your flora, all your fauna. Let us venture through the land. Take down their onion. We won't pay our taxes, we've got rent, we've got bills. There's layers to the onion and his bureaucratic thrills. All you flora, all you fauna, let us venture through the land. Take down their onion and all his thieving plans. Spend some time peeling back those skins and you'll find out. Soon there are seeds within, we'll sing our hearts out loud. World spinning cause the worst. Parts past we're breathing still, so we fly through the woods. There's violence in history, we're speaking in ellipses. Your secret is to try doing good. Leave those snails alone, they got problems of their own. Make your mark, cause time always moves.
layers to the onion and bureaucratic drills. All before all you follow, let us mention who I am. Take down Mayor Onion, all the speedy plans. We won't pay our taxes, we don't rent, we got bills. There's layers to the onion and bureaucratic drills. All before all you follow, let us mention who I am. Take down Mayor Onion, all the speedy plans. We won't pay our taxes, we've got rent and we've got bills. Kids. Layers to the onion and his bureaucratic thrills. All you flora, all you fauna, let us venture through the land to take down Mayor Onion and all his thieving plans. Ende. Im Leben nicht. Können wir das Ende noch zerreißen? Weiter. Das Einstein, die Station Sonnenuntergang wurde endlich fertiggestellt. In diesem Brief, in der Briefkasten findest du eine Fahrkarte. In einer Höhle auf dem holprigen Hügel sind dimensionale Störungen aufgetreten. Sollst du dir das mal ansehen? Oh nein, es geht weiter. Fahrkarte für endlose Linie. Aha. Jetzt ist Sachen, wo wir erst nach dem Spiel gewonnen haben, rein können. Ach du Schande! Was passiert denn hier? Miau, hallo lebendige Steckrübe. Miau, ich kann all diese Artefakte sehen, die du in verschiedenen Dimensionen übersehen hast. Miau, lass uns weiter sprechen, wenn du mehr über diese Reset erfahren willst. Suche ein Dokument in der Nähe eines Sandwich-Stands. Aha. Wo können wir jetzt 100% sammeln oder so? Keine Ahnung. Sandwich-Stands. Das ist jetzt die komplett böse Katze. Die hilft uns jetzt mit Achievements zu sammeln. Kassenohren, miau. Das ist so gut. Truthahnhut. Elfenhut. Dass man nicht so alles findet. Amorsmut. Hasenohren. Steuerunterlagenhut. Geburtstagskuchen. Ah, nichts mehr drin. Katzenohren. Sandwich-Namen. Da muss noch was sein, was wir zerreißen können. Aha. Eigentlich wollte ich jetzt mal Feierabend machen. Jetzt ja, haben wir noch 100% oder was. Das Zugticket, wofür war das da?
Ist jetzt ziemlich lame, jetzt hier helfen zu lassen. Suche Software von einer Paprika. Software von einer Paprika. Ja, das könnten wir jetzt hier noch weiter suchen. Und da drüben gab es auf jeden Fall noch einen Bereich, wo ein Bauarbeiter vorstand. Du bist eine Paprika. Oder du bist ein Chili. Oha. Noch keine Rübe, Tageszeit. Ah, ist der Zug. Ah, ist Einsteigen, Abfahrt von der Station Sonntaggang. Fahrkarten bitte. Die Fahrkarte haben wir etwa noch nicht zerrissen. Grenzenlose Linien. Jetzt haben wir noch eine Boss-Arena. Nur noch ein bisschen fighten. Der Endlos-Modus. Ich kann mir jetzt zumindest mal gezeigt haben. Schweinekönig. Nur noch ein bisschen Boss One, wenn man so will. Oha. Ein Ticket haben wir. Tolle Show. Wie du sicher schon gemerkt hast, ist das kein gewöhnlicher Zug, Freundchen. Es ist an der Zeit, dass du dir deine Mafioso gut zunutze machst. Ein Mafioso muss einfallsreich sein und gerissen und charmant. Alles Eigenschaften, über die du nicht verfügst. Deshalb sind wir hier, um daran zu arbeiten. Wir sind einige exklusive Schmuckstücke für den Zug. Wilde Weise. Oha. Feuerzeug. Plastikzähne. Fehlflüge. Reichweite Stolperer, Gott, der toll. Hat hier gar nichts gebracht. Dann haben wir die hier. Zwiebeln. Die Gegner, die wir gar nicht gehabt haben. Spiel. Mal schauen, wie weit wir es hier aushalten. Den Fernkämpfer ausschalten. Wenn ich tot bin, mache ich Schluss. Wird Apfelkatze. Jetzt machen wir wirklich hier nochmal die Bosskämpfe. Thank you.
zweiten Boss besiegt. Tolle Show. Kaffee für Zoom. Überzeug oder Plastikzähne. Ich nehme den Kaffee. Egal. Jetzt haben wir die Schleims. Das ist aber nicht gut. Oh nein, der Hirsch. Jetzt hin. Wir werden mal sterben. Ah, du bist ohnmächtig geworden. Passenger, faint und mit Plans. Ah, ich habe einen Hut. Cowboy-Hut. Tägliche Herausforderung. Cowboy-Hut können wir mit 10 Siegen kommen. Okay, haben wir das auch mal normal gemacht. Ja, so viel dazu. Na dann. Ich sag danke fürs Zuschauen. Da haben wir Tunnel Boy Comets Tax Evasion in einem Stream durchgespielt. Ja, wird Zeit, schlafen zu gehen. Gute Nacht. Wie ja, Tunnel Boy auch schon schläft. Hat sich's verdient. Also die Credits. Können wir uns das nochmal angucken, aber. Community. Willst du dich über Rühm austauschen, kommen und chatten uns auf unserem offiziellen Discord-Server? Spreche dir, wir haben auch jede Menge Memes. Das nun sie Kazoo kommen, Discord. Ah ja. Na dann. Ich würde mal sagen, ab in die Endcard und dann schauen wir uns noch. Schauen wir uns noch jemanden aus, wo wir hin können. Ja.